Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück wieder bei Need for Speed Rivals. Ihr werdet es schon sehen rechts. Wir hatten ja schon einige Sachen von dieser Speedlist gemacht, nämlich das im Gegenverkehr fahren. Ja, bei den perfekten Nitros hatten wir, glaube ich, schon ein oder zwei. Den Sprung hatten wir schon und auch die Beinahe-Unfälle. Leider hat das Spiel es wieder nicht gespeichert. Das ist manchmal ein bisschen schade. Deswegen machen wir das jetzt nicht gezielt, sondern wir fahren einfach zum ersten 3-Sterne-Event, was in der Nähe ist. Dem Zeitfahren da in 2,8 Kilometer Entfernung. Machen erst einmal zwei Events mit 3 Sternen auf Gold und dabei werden wir auch von den Sachen da wieder einiges schaffen. Oh, guck mal, ein Weißer. Oh, das ist ja geil. Du hast Geschmack, mein Lieber. Du hast Geschmack. Du hast Geschmack, jawohl. Zwar glänzend, meiner ist matt, aber immerhin. Der weiß, wie es sich gehört. Ja, er weiß. Ja, ist egal, der war schlecht. Okay. Ja, finde ich gut. Du hast guten Geschmack. Ich bin aber weg, ne? Also wir fahren einfach zu dem 3-Sterne-Event und versuchen unterwegs das mit den Beinahe-Unfällen und so zu machen. Dann werden wir davon auch wieder was kriegen und schaffen das dann schon, ohne dass wir das gezielt machen. Also das wird schon gut laufen, glaube ich. Mach mir da keine Sorgen. So, hier haben wir nämlich das 3-Sterne-Event, ein Zeitfahren. Und wenn wir das machen und dann noch das andere, dann haben wir wahrscheinlich auch vom Gegenverkehr und sowas, haben wir dann schon. 3 Minuten 02 darf ich brauchen. Achso, das hatten wir schon mal gemacht mit 3 Minuten 01. Mal gucken, was wir diesmal schaffen. Das war das, glaube ich, wo es so ganz, ganz knapp war. Bin mal gespannt, was diesmal rauskommt. Und natürlich sind Cops in der Nähe. Wie soll es auch anders sein? Also ich muss natürlich eigentlich öfters mal jetzt im Gegenverkehr fahren. Um hier diese Challenges zu kriegen mit Gegenverkehr und Gegenverkehr fahren und Beinahe-Unfälle und sowas. Aber die Beinahe-Unfälle haben wir auch schon wieder. Bei den perfekten Nitros muss ich immer warten, bis mein Nitro voll ist. Bringt sonst nichts. Gegenverkehr haben wir auch schon. Okay, da haben wir ja fast schon wieder alles reingeholt, was wir letztes Mal schon geschafft hatten. Oh, da wollte ich kurz da durchfahren, hab's dann aber doch wieder abgebrochen. Das war mir zu knapp. Mal gucken, ob wir es diesmal besser schaffen. Also letztes Mal, wie gesagt, es war zeitlich ganz knapp. Das war das Rennen, wo wir nur noch so eine Millisekunde hatten oder so. Es war 3 Minuten 02 erlaubt und ich hatte 3 01 und ein bisschen gebraucht. Mal gucken, wie es diesmal ausgeht. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen besser. Es ist ein 3-Sterne-Event und die 3-Sterne-Events sind schwer, deswegen haben sie ja 3 Sterne. Und da ist es nun mal nicht so einfach und deswegen war es auch so knapp. Aber mal schauen, vielleicht klappt es ja diesmal besser. Wenn man sich keine Unfälle erlaubt und so weiter, dann geht es eigentlich. Hallo, na, Cops, alles gut bei euch, ja, ne? So, ich habe dem mal eine Schockwelle reingejagt, hat aber nichts gebracht. Die EMP hat mich trotzdem noch gekriegt. Oder der EMP, ne? Es ist ja der Impuls. Elektromagnetischer Impuls. Also wahrscheinlich der. So, ich bin wirklich mal gespannt, ob es diesmal besser läuft. Müsste aber eigentlich. Und, komm schon. Ja, deutlich besser, Leute. Deutlich besser. 2,52 statt 3 Minuten 01. Also fast nochmal 10 Sekunden besser als letztes Mal. So, mein Wagen ist etwas beschädigt. Ich würde den gerne mal reparieren. Auf jeden Fall haben wir jetzt eins von den beiden Gold-Events mit 3 Sternen schon gemacht. Das heißt, wir müssen noch ein Event mit 3 Sternen auf Gold machen. Dann der Sprung, na gut, der wird nochmal so eine Nummer werden. Da müssen wir wieder uns einen Sprung suchen, ist aber nicht so schwer.
Ach komm schon, ich war da wirklich langsam. Und ansonsten würde ich sagen, ja, bei den Nitros, ich muss halt dann einfach mal das Nitro sparen. Ich darf das dann nicht benutzen, bis es komplett voll ist. Und dann müssen wir es einmal raushauen. Am besten suchen wir uns einfach eine lange Gerade, wo eine Werkstatt ist. Weil ich glaube, in der Werkstatt wird das Nitro immer voll gemacht. Das heißt, wir hauen ein komplettes Nitro raus, ja, ohne Unfall. Gehen kurz in die Werkstatt, dass es wieder komplett voll ist. Und dann wieder dasselbe. Und das einfach mehrfach. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Naja, ich fahre jetzt erst einmal zur nächsten Werkstatt. Nee, nächstes Versteck wollte ich gar nicht. 1,8 Kilometer, okay. Also ein perfektes Nitro ist meiner Meinung nach, wenn man ganz voll hat, das Nitro, und dann in einem Schub leer haut, ohne einen Unfall zu bauen. Und ohne Pause zu machen. Das müsste eigentlich ein perfektes Nitro sein. Jetzt habe ich es zum Beispiel gerade komplett voll. Ach Mann, ich war doch langsam. Jetzt habe ich es zum Beispiel gerade direkt ganz voll. Ich versuche es mal rauszuhauen. Perfektes Nitro, jawohl. Wir haben zwei perfekte Nitros. So, und da ist eine Werkstatt, deswegen fahre ich da mal hin. Oh ja, ja. Es wird auch nötig gerade, ich sehe es schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Nitro wieder voll wird. Wenn ja, dann machen wir das jetzt hier einfach mehrfach. Ja, okay, wir machen das jetzt einfach eben hier mal. Okay, das zählt wahrscheinlich schon nicht mehr als perfektes Nitro. Ich hau einfach trotzdem mal noch weiter durch. Nee, das zählt nicht. Also ich darf keinen Crash haben. Das ist natürlich dann etwas blöd gerade mit den ganzen Cops hier. Geht es eher schlecht. Ich mach's nochmal voll und wir fahren dann weiter, damit die da erstmal mich in Ruhe lassen. Guck mal die an, ey. Guck dir die an. Die Geier. So, perfektes Nitro. Damit haben wir 3 von 6 perfekte Nitros gemacht. Das ist schon mal ganz ordentlich. Dann können wir von mir aus jetzt eigentlich schon zum nächsten 3-Sterne-Event fahren. Ach ja, es geht nicht, weil ich gerade mit Cops... Ah, nee, ey. Lasst mich doch in Ruhe. Ich hole mir nochmal eben volles Nitro. Warum hat der das jetzt nicht repariert hinten, mein Auto? Hä? Ah, jetzt. Ich dachte gerade, irgendwie... Also mich hast du mit dem Nagelband aber nicht getroffen. Dann meinst du irgendwen anders. So, und noch ein perfektes Nitro. Damit haben wir 4 von 6. Wunderbar. Und jetzt muss ich erstmal die Cops loswerden. Na toll, ich glaube, ich habe ein Nagelband gegessen. Ja, ja, ich habe ein Nagelband gekaut. Nicht so gut, nicht so gut. Aber es macht, glaube ich, nichts. Speedbonds haben wir nicht viele, also selbst wenn die uns erwischen würden, wäre nicht so schlimm. Ansonsten ist da auch schon wieder eine Werkstatt. Alles kein Problem. So, wir versuchen nochmal ein perfektes Nitro zu machen. Jawohl, 5 von 6. Alle Einheiten, Zielfahrzeug außer Sichtweite. Sichtkontakt verloren, Sichtkontakt verloren. Verstanden, wir alarmieren Einheiten vor eurer Position. So, ich muss mal loskommen von den Cops. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Die sind hier überall am Start, vor allem mit den Helikoptern. Da kommst du immer nicht weg. Aber da vorne ist ein Tunnel, da fahren wir erstmal rein. Vielleicht haben wir dann Glück. Mal schauen, was der Heli dann macht. Der Heli kann eigentlich nicht mehr viel machen dann. Der Heli wartet auf der anderen Seite, genau. Na, da sind sie wieder. Du wirst sie nicht los so schnell. Ich meine, man könnte einfach zu einem Versteck fahren. Ich habe jetzt gerade ja nicht das Problem, dass ich irgendwie so und so viele Speedpoints sammeln muss in der Session. Insofern wäre das nicht schlimm, wenn wir das kurz machen. Oder wir fahren schon mal... Aber ich darf ja nichts auf dem GPS festlegen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich kann jetzt auch schlecht auf die Karte, weil man darf ja nicht Pause machen. Sonst würde ich sagen, ich gucke mal auf der Karte, wo zum Beispiel schon mal ein Sprung ist, dass wir da hinfahren oder... Oh, Nagelband. Oder sonst irgendwie.
Aber auch das ist ja eher nicht... Das finde ich auch sehr geil, dass man noch ohne Probleme mit den Nägeln 180 fahren kann. Also mit komplett Reifen weg. Alle Reifen platt. 190, 200, kein Problem, der beschleunigt weiter. Auch lustig. Okay, wir haben es wieder repariert. Ich kann mir halt weder ein Rennen festlegen, noch kann ich in eine Werkstatt, beziehungsweise Werkstatt ginge, aber keinen Sprung und so weiter. Ich komme ja nicht auf die Karte, dann werde ich verhaftet. Also ich weiß gar nicht, ich muss gerade einfach mal weiter abbauen. Entkommt, ja, das wäre doch mal schön, wenn das mal klappen würde. Wir haben halt auch schon wieder Fahndungsstufe 6. Es geht halt einfach schnell mit so einem aufgemotzten Auto mit der Fahndungsstufe. Das ist halt das Problem. Verfolgen fortgehen, von wo denn? Da war doch nirgendwo jemand. Welcher Kopf hat denn da jetzt bitte wieder fortgesetzt? Und schon wieder von hinten. Es ist so schlimm, man wird ihn nicht los. Ich habe keinen Bock jetzt in eine Werkstatt zu fahren. Ich will doch einfach noch meine blöden Events fahren. In Kommando-Dings, meine ich. Lasst mich da einfach in Ruhe. Nimm doch mal hier den Porsche da. Nö, fahr ich nicht rein, eure Scheiße da. Lass mich in Ruhe. Ich will nur meine Events fahren. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Fahndungsstufe 7. Ja, dann mache ich auch noch ein bisschen Terror und fahre gleich einfach in Lager. Weißt du, dann können die mir eigentlich die Eier lecken. Da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Ich muss halt auch wieder gucken, weil der Ferrari verliert so schnell Leben, dass ich nicht wieder tot gehe. Ich meine, wir haben jetzt nur 84.000 gerade an Speedpoints. Das wäre jetzt nicht so tragisch. Aber wenn man es vermeiden kann, dann muss es ja nicht sein. Deswegen fahre ich mal direkt hier schön durch die Werkstatt. Und der hat sich das Nagelband gegönnt. Ja, dann holt euch den. Der ist jetzt einfache Beute. Holt euch den mal. Wie die einfach um die Kurve kommen, ne? Ich hau da übelst um die Kurve. Aber da kommen die ohne Probleme mit. Das ist echt krass. Und die Straßensperren werden auch härter. Ich meine, es macht ja Bock auch vor denen abzuhauen, so ist ja nicht. Es ist nun mal ein Rennspiel mit Cops und Rasern und natürlich ist es dann auch geil, Verfolgungsjagden zu haben. Und es macht mir ja auch trotzdem Spaß. Sonst würde ich jetzt sagen, fahren wir einfach zu dem Kommandoposten und geben es ab, dann sind wir die los. Aber es macht ja auch Spaß und ich habe ja eigentlich den Ehrgeiz, sagen wir mal, die loszuwerden auf fairem Wege, indem ich einfach abhaue. Aber dann war eben auch schon wieder so unnötigerweise plötzlich die Verfolgung fortgesetzt worden, wo ich das Gefühl hatte, war eigentlich nicht, naja. Ah, da ist ein Sprung. Wir können natürlich mal gucken, ob wir bei dem 133 Meter schaffen. Jetzt kommen die erstmal da lang gefahren. Die kümmern sich gerade um den mit ungefähr 10 Mann. Also wir können versuchen, hier den Sprung zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da 133 Meter schaffen. Vor allem, weil man hier relativ steil um die Kurve müsste. Da kommt man nicht so richtig auf Speed vorher. Wir versuchen das aber mal. Nee, da kommt man keine 133 Meter mit. 80 Meter. Okay, da ist der Sprung. Da müsste man entweder noch mehr Speed haben oder eben... Naja, wir schauen dann erstmal nach einem Event mit 3 Sternen jetzt in der Nähe. So, hier. Harte Fahrweise. Machen wir das. 7 Kilometer. Wir fahren dahin. Und, können ja versuchen, unterwegs noch ein perfektes Nitro zu machen. Da haben wir das auch schon mal voll. Dann fehlt nur noch der Einzelsprung und das eine Event. Das heißt, ich lasse jetzt erstmal mein Nitro voll machen und dann machen wir das noch eben. Auf dem Weg zu dem Rennen da in 6,5 Kilometern. Ah ne, schon wieder Cops. Ich fahr mal lieber lieb. Ja, es macht keinen Sinn, ne? Kannst du machen, was du willst. Selbst aus, wenn du von hinten kommst, 200 Meter. Okay, man hört den Ferrari halt, ne? Da kommt man nicht drum rum. Den hört man halt. Aber jetzt habe ich ja zumindest das Rennen auf der Karte markiert und kann es starten, so oder so. Egal, ob ich gerade verfolgt werde oder nicht. Das ist zumindest mal ein Vorteil.
Geh mal eine Runde fliegen, mein Süßer. Geh mal eine Runde fliegen. Gönn dir mal. Schockwelle, das Beste. Aber jetzt kommt ihr auch mit Lambos und allem. Ich habe hier meine 8 Fahndungssterne. Das ist echt krass. Also wir werden hart rangenommen. Nein, ich will jetzt gerade keine Kopf-an-Kopf-Herausforderung machen. Bist du eigentlich scheiße oder so? Siehst du nicht, dass ich gerade Probleme habe hier? Guck mal, der hat sich das Nagelband gegönnt. Oh, vielleicht können wir da mal so einen Sprung machen. Ja, nee, wenn der mir da in die Quere kommt, natürlich nicht. Mal gucken, vielleicht klappt's. Verdächtiger geht alles, bin noch hinter ihm. Ja, 170 Meter, okay, das war der Sprung, den wir brauchten. Keine Ahnung, wo ich hier gerade jetzt gelandet bin. Aber wir haben auf jeden Fall das auch. Es fehlt nur noch ein perfektes Nitro. Dann sind wir durch, bis auf das eine Event. So, mein Nitro wird leider gerade nicht aufgefüllt, deswegen kann ich gerade nicht ansammeln. So, jetzt ist es voll. Fahndungsstufe 9. Ja, wir sammeln ordentlich. So, ich mache noch einmal das Nitro und dann fahre ich da. Mal gucken, ob das klappt. Ja, jetzt fehlt nur noch das Event. Das ist noch 500 Meter entfernt. Fahndungsstufe 10. Die übertreiben ja Gott sei Dank überhaupt nicht. Wäre ja schlimm, wenn. Vielleicht schaffen wir das sogar jetzt noch in diesem Part fertig, die Speedlist, obwohl ich sie nochmal komplett machen musste. So, hier sind wir. Hot Pursuit. Offen. 3 Sterne müssten das sein. Hot Pursuit. Rase bis zur Ziellinie. Ja, 3 Sterne. Wenn wir das schaffen jetzt auf Gold, dann sind wir fertig mit der Speedlist. Wenn wir sie nicht beim ersten Mal schaffen, dann machen wir sie beim nächsten Mal, weil dann wird mir das sonst zu lang. Natürlich kommen die Cops direkt zu mir, obwohl ich letzter bin. Vielleicht auch gerade deswegen, ne, weil sie den Rest nicht kriegen. Nagelband! Oh, shit. Das war böse. Ja, man muss natürlich dazu bedenken jetzt, es ist natürlich eigentlich unklug, ein 3-Sterne-Hot Pursuit als allerletztes Event zu machen in dieser Liste, weil die Chance, bei einem 3-Sterne-Hot Pursuit gefasst zu werden, ja relativ groß ist. Und wenn man da jetzt natürlich erwischt wird, dann verlieren wir auch unsere 200.000 Speedpoints. Es wäre jetzt nicht die Welt, ja? Ist jetzt nicht so schlimm, aber es wäre natürlich trotzdem schade. Ich habe eh kaputte Reifen, ich kann ruhig da durchfahren. Oh, das macht aber Schaden, ne? Ah, nicht gut. Aber da vorne müsste eigentlich gleich eine Werkstatt kommen. Ich hoffe mal, dass wir die noch kriegen. Ja, die kriegen wir noch. Okay, wunderschön. Danke, dann habt ihr mal mit euren kaputten Reifen da ein Problem jetzt. Nagelbänder, auch nicht von schlechten Eltern. Einmal eine Schockwelle raushauen. Ich hoffe, da kommt keine Kurve. Ich hoffe, da kommt keine Kurve. Oh, Gott sei Dank. Ist egal. Scheiß auf Nagelbänder. Ich komme da eh nicht drum rum. Die Nagelbänder. Es ist krass, wie die rangehen mit den Nagelbändern. Also das ist immer schon so das eine größte Problem bei so einem Rennspiel wie Need for Speed, Nagelbänder, weil wenn du so ein Ding isst, also es gab jetzt in dem Spiel geht es, aber es gab auch schon Need for Speed-Teile, wo dein Wagen dann wirklich nur noch 50 fuhr und quasi unlenkbar war. Und wenn das der Fall ist, dann ist ein Nagelband eigentlich dein Ende, weil dann machst du nichts mehr. Wenn ein Nagelband dich trifft und du nicht mehr steuern kannst, keine Geschwindigkeit mehr hast, dann bist du sowas von leichtes Futter. Aber jetzt bei Rivals geht es Gott sei Dank, man kann auch relativ gut steuern, ist auch noch ziemlich schnell. Aber ansonsten ist ein Nagelband immer das Schlimmste. Von die legen die auch so mies dahin, so verzahnt ineinander und sowas. Also ist jetzt noch 300 Meter. Jawohl, das haben wir auch. Speed ist abgeschlossen. Jawohl, Leute, jawohl. Und wir haben 500.000 Speedpoints, die wir dringend abgeben sollten. Wir müssen also ganz schnell mal
ein Versteck finden. Deswegen muss ich mal eben GPS, nächstes Versteck, 1 Kilometer in die andere Richtung. Das müssen wir noch schaffen, sonst ich bin schon halb tot. Und ich habe sowas von viele Cops hinter mir. Mit Fahndungsstufe 10 und 500.000 Speedpoints. Es wäre wirklich schade, wenn wir die nicht noch... Oh Gott, Reifen wurden überdreht. Wenn wir die nicht noch abgeben können. Die Speedpoints habe ich fertig. Das ist egal. Das ist so oder so. Aber die Speedpoints würde ich halt verlieren. Das wäre schade. Also, hier sind wir aber. Und ich hoffe, dass wir die loswerden. Jawohl. 500.000 Speedpoints, Leute. Und die Speed ist fertig. Das war erfolgreich. Eieieiei. Da können wir auf jeden Fall, wenn wir den Aventador kriegen, ordentlich Kohle reinstecken. Direkt voll tunen. Ja, wunderschön. Dann gib mir mal schön die Punkte hier. 496.252 Speedpoints. Natürlich der Rang erhöht und wir müssten eigentlich auch wieder einen neuen Wagen kriegen. Wie immer. Jo, in der Tat. Ferrari wieder am Start. Ist das jetzt der 599 GTO oder ist das der... Oh, Kapitel 6, Wolfspelz. Das schauen wir uns noch an, kurz. Im Internet kursieren neue Videos eines Fahrers, der sich F8 oder Fate nennt. In diesen schickt er andere Fahrer während eines Rennens ins Verderben. Wir alle wissen, dass Street Racing brutal ist, aber dieses Maß an Gewalt unter Fahrern ist völlig neu. Fate ist angeblich ein Racer. Aber wer von uns seinen Schatten im Rückspiegel gesehen hat, er kennt seine Taktik sofort. Einige fahren um ihre Freiheit, um ihre Erlösung. Andere fahren, um ihre Aggression freien Lauf zu lassen, aus Dominanz. Fate ist keiner von uns. Er ist ein Cop. Die Polizei will uns von innen kaputt machen. Benutzen sie unsere Wagen für ihre Botschaft? Dann benutzen wir ihre. Heute Nacht schlüpfe ich in den Wolfspelz. Ich bin der Feind in ihnen. So, und mit dieser Liste hier werden wir dann den Lamborghini Aventador freischalten. Dafür müssen wir 3 Cops zerstören. Ich denke mal bei den anderen Listen auch. Ja, genau. Also einfach 3 Cops zerstören, ist egal. Und wir werden das Ganze mit einem Cop-Auto machen müssen, nämlich mit dem hier. Der allerdings etwas umgesprüht wurde. Da steht jetzt Zephyr drauf. Das sind ja meines Wissens nach wir. Und wenn wir als Cop spielen, sind wir dieser Fate, oder nicht? Ist auch egal, Story war nie das Große. Königsecker Gera, er jedenfalls erwartet uns beim nächsten Mal bei den Rasern. Aber im nächsten Part werden wir vermutlich, mal schauen, wie weit sind wir denn da? Hier sind wir bei 16 und bei den Cops bei 14. Ja, werden wir erstmal bei den Cops 2 Level weitermachen müssen. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag, alles Gute, euer Valle, bye bye.